Perneck, ein Ortsteil von Bad Ischl im Salzkammergut. Ludwig Kratzer baut die Weihnachtskrippe auf, die sein Urgroßvater Michael geschnitzt hat. Da nichts verrückt, das sollte alles halten. Kennen wir mal das Wichtigste? Die Grotte. Nein, das ist der Stall. Das ist der Stall. Da. So circa. Wie viele Teile hast du mal gezählt? Circa 70 Teile, was so, so steckt und so Kleinzeug ist. Und mit, da kommt Moos noch dazu. Moos ist dann wieder eigene Wissenschaft. Das kriegen wir. Ab morgen geht es mit dem Moos, darf ich sagen. Wegen der Krippe, die man hier bald anschauen kann, heißt es hier auch beim Krippelkratzer. Aber eigentlich ist das Sackel vom Wick und seiner Frau Annelies das Klackelgütel. Die drei Kühe, die immer die Annelies füttert, heißen Stella, Glücke und Lotte. Und die Stallarbeit ist bei den Grazer Frauenarbeit? Bei der Frau, genau. Immer schon gewesen. Wenn ich mit der Stallarbeit fertig bin, mit allem, dann werden sie noch gestriegelt. Jeden Tag? Jeden Tag am Abend. Hannes, wie muss ich das reinigen mit der Hauennummer vorn? Der Anstein? Das gefällt ihm, hä? Hannes, hast du auch schon so früh mit den Helfen angefangen? Ja, ganz bald nicht, aber das erste Mal, glaube ich, um 8. Um die 8 Jahre bin ich da gewesen. Habe das erste Mal beim Großvater nicht bei Nick. Ah, da war der Großvater? Mitgeholfen, ja. Nein, und heute nehmen wir eigentlich ein Jahr. Auf dem Erbwege, wie der Pernecker Chronist Leopold Schiendorfer sagt, ist die zweite Pernecker Heimatkrippe nach Hinterstein zum Lippenbauer gekommen. Und so sieht man es, dass man das nicht lernen braucht, sondern von ganz klein auf dann schon mitgebracht, wie so eine Krippe zustande kommt. So. Drei Generationen helfen hier beim Aufbauen. Die junge Lippenbäuerin Karin richtet sich den Ofen her zum Backen. Sie bäckt heute aber nicht gewöhnliches, sondern Kletzenbrot. Kühlt er so nicht ab, Karin? Bitte? Kühlt er nicht ab? Wohl, er muss unter ein bisschen kühlter werden, weil sonst halt es viel unterhit und dann verbrennen sie mal. Ah, sonst wäre er zu warm? Dann werden sie unten schwarz und oben haben sie zwar nicht vor. Ah, da machst du das nicht nur zum Putzen? Nein, nicht nur. Ich habe keine Ahnung, wie es woanders war. Ich habe mir das noch nie wo angeschaut. Aber wir haben halt drauf gekommen, dass es für uns so entscheidend wird. Dass uns da nichts kaputt geht, dass wir einen Stallteil ausziehen. So, so, Moment. So, Sebastian, stößt den sie einmal da zu einer Ecke. Wo war deine Kind? Da stößt ihn einmal hin. Was habe ich dann da oder? Weil im Stall muss natürlich ein Licht da drin sein. Das ist ganz wichtig, weil der Stall, das ist das Hauptblickfeld mit der Heiligen Familie. Und darum gehört das schon extra ein Licht dahin. Das tust du hin, Tobi. Vorsicht, Stall tun wir rein weg. Und ich gebe dir das Kabel zurück. Aufpassen, da wir nichts anreißen. Schau, da habe ich das Ende nicht recht anreißen. Und falls du das hast, sagst du das. Ich hab's auch gelassen. Da haben Gläsen drin, Feigen, Datteln, Aranzine, Zitronat, Dörrpflaumen, Rosinen haben da drin.
ich rum und ich habe einen Kontroll habe ich eigentlich da noch. Was? Ein Kontroll. Ach so, ja. Dann wird das mindestens einen Tag vorher eingewagt. Ich habe schon eine Woche stehen, dass es gescheit durchzieht. Du hast gern backen, Karin. Ui, schau. Besonders was ausprobieren will gern. Aha. Ich habe dankbare Opfer. Ja? Mhm. Besonders der Schwiegervater. Ach so. Ja. Der Johann. Ja. Hat er gern süß? Ja, der ist offen für alles, sagen wir so. Ja. Dann ist für die Weihnachten eine schöne Zeit. Bui, schau. Bald auf alles ruhiger wird, sagen wir mal eine Woche vorher. Ja. Die Felsen vom Krippenberg. Hans, mit was malst du an? Ja, ist auf die Art, wie man früher ein Weißing gemacht hat, ist eine Kalkfarbe, wo einfach ein bisschen Graufarbe oder Ruß reingemischt ist, dass nicht rein weiß ist, sondern eine felsähnliche Farbe kriegt das Ganze. Nein, das ist nicht richtig. Aber die darf man noch nicht gleich essen, gell? Nein, wenn wir ein wenig durchziehen, Stefani schneidet man es noch mal an. Aber so lange warten wir es nicht. Nein, ja, wahrscheinlich nicht. Und bist du zufrieden, Karin? Ja. Wohl, passt gut, Manni. Bald wir es oft angeschnitten haben, sehen wir mehr. Ja, es sind großteils Schweinwurzeln, die aus dem Bachbett stammen, weil die einfach schon ausgearbeitet sind. Und von Ungeziefer im Prinzip frei ist das Ganze. Und daher hält das Zeug anders als wie ein Wurzelwerk, das man einfach im Wald findet. Weil dort ist einfach das Ungeziefer nur drinnen und ein Bachbettwurzelwerk, das schon ausgeschwappt hat, ist halt sauber. Und mit denen ist halt besser arbeiten, weil es auch härter ist. Hat's Kripperl schon aufgestellt? Meins? Ja. Nein, das wird erst unmittelbar vor Heiligabend aufgestellt, ja. Das noch nicht. Hat sie aufgestellt, der Wick? Hat der aufgestellt? Der stellt gerade auf. Ah, der stellt's auf. Ah, der stellt das auf? Ja. Aber wie gesagt, wir haben sie noch nicht aufgestellt. Aber unser ist auch eine kleine Krippen, weißt du? Die ist nicht so groß. Nicht so groß? Nein, so groß, weißt du. Eine richtige Hauskrippe. Aber dafür ist alles Eigenbau. Aha. Selben geschnitzt, selben gemalt. Die Frau hat es begutachtet und hat es für gut empfunden und dann haben wir es eingestellt. Das Moos hast du schon im. Wann hast du das zusammengetan? Am Lichtbratl-Montag. Das ist noch alt. Aber der Lichtbratl-Montag, das ist der erste Montag im Oktober. Da haben bei uns die Jahrgangsfeiern, das ist ein eigener Feiertag in Ischl. Und da ist meistens immer da Woche auf oder an die Moosblüte. Ah. Und da halt es am Längen und halt auch die Farbe. Und die Moosblüte, da wachsen dann da so kleine Stankel aus so mit den Kugeln drauf. Das ist die Moosblüte. Das ist im Oktober? Das ist im Oktober, Anfang Oktober. Das könnte da passen. Ist schade um den Scheinfleck, den haben wir da her. Das ist halt auch wieder der Moosnervenkrieg. Der ist fürchterlich. Schau, das ist jetzt die Wand. Wenn man die halt grau lässt, aber es sind wegen dann wieder in der Natur die grünen Storfen. Darum verbaue ich das dann wieder mit Moos. Und ich bin ja extrem Moser.
Ich mache extrem viel Grün. Weiß ich, wenn es ein Heimatkrippen ist und keine orientalische, sonst könnte man rausgehen und hat schon auf wie viel Schoda reinschieben. Das war so orientalische. Haben wir aber nicht, machen wir das alles grün. Greift einmal das Moos an. Das ist traumhaft. Das habe ich noch von vorher gesagt, das Moos. Und das war eben das Steinmoos, so dünn soll es sein. Ludwigs Urgroßeltern, Anna und Michael Grazer. Da sehe ich in Urgroßvatern, wie er das Mantel macht. Und jede eigene Figur oder jeder Stock wird einfach genau dorthin und so, dass der das einbüht. Und das muss nach der fünften Generation wieder so Revue passieren. Da muss ich wieder genau so reindenken, wie sich der reingedenkt hat. Und das ist einfach klasse. Es geht wieder weiter, sozusagen. Und das taugt mir. Jetzt möchte ich es eben alle in Unscheinen machen, da schon freigitschig wird, sage ich. Aber das passiert eh nicht. Aber ich möchte es so hinbringen, dass sich der Mann da oben in Hümme, was das gemacht hat, gefreut. Du hast die alte Farbe ganz weg? Nein, nicht ganz. Aber dass die Neiche drauf hockt, ein wenig aufrauen und was ablattelt und dann steht, wird dann entfernt. Da habe ich voriges Jahr angefangen. Da habe ich ein paar Mantel erneuert. Und sie haben recht früh mit mir, jetzt darf ich weiter tun. Also musst du schauen, da keine Löcher entstehen. Schau, das ist auch nicht da gerade. Ja. Was, so viel Mist? Du weißt nicht, das ist auch nicht da. Dann seht ihr es halt deine lang, nicht auf die Scheinflecken. Weil vielleicht brauchen wir die noch mal. Musik machst du das? Nein. Geht das sich schön aus, dir. Das wird jetzt Moospress, das ist die Vorarbeit zum Moos bewässern und wird dann mit Gewichtern beschwert, dass das Moos dann ganz glatt wird und wir haben eine schöne geschlossene Moosflächen dann drauf. Ja, jetzt kommt die Küssarbeit natürlich, wird die Wassertürme aufgeben, das passt. Hinten noch kann man dann nicht mehr nachbewässern, wenn einmal Figuren drinnen sind, weil die dürfen natürlich nicht feucht werden. Geht's over. Jetzt haben wir nicht mehr um. Das Mama ist am Ola kriegen und die darf auf. Gut, die kann stehen da herum. Genau. das reicht leicht. Dann wird's feucht. Ja, jetzt wird's feucht, herinnen natürlich. Was sind das, Sebastian? Das sind Glitzern. Welche sind deine Lieblingskeks, Stefanie? Weiß ich nicht. Genau. Eigentlich sind es Vanillekipferl. Alle eigentlich. Sind die gut? Wie heißen die? Das weiß ich gar nicht. Spekulation.
Wie viele Sorten seien im Ganzen? Wir haben, glaube ich, 14. 14? Ja. So 15 haben wir. 15. Und die? Ja, die schreiben wir. Ah, da finden wir die Kette. Na, da haben wir aber volle Freiheit. Schau, ich hätte schon einen Platz hergekriegt, dass sie bei mir bleiben. Auch beim Kratzer in Perneck ruht jetzt das Moos unter den eingeweichten Teppichen. Der Weg nutzt die Zeit zum Hirschhornschnitzen. Hey, was du älter wirst, oft siehst nicht mehr so gut. Und wenn du dann so feine Sachen fabrizierst, werden dir die Augengläser zu wenig. So, da werden wir da, haben wir schon vorbereitet. Aufzeichnet. Mhm. Oft mal ein Loch bohren, ganz feine, da ist Laubsauge durchfallen kann. Das wird ein kleiner Hahn, also ein Schildhahn. Der Birkhahn wird das. Spielhahn. Ein Spielhahn, ja. Der kennt das Ziller durch. Mit der Laubsäge kann man das dann schon so fein vorfertigen. Was ich dann noch mit der Fräsen einfach nur mehr in 3D ausarbeiten kann. Muss man gewisse Sachen muss man schnell lassen. Sonst fliegt man der Spielhahn aus dem Horn raus. Muss das bis Weihnachten noch fertig werden? Das muss bis Weihnachten noch fertig werden. Ja. Und das Messer da auch noch. Das habe ich auch da noch. Ah. Dann mal da noch zu diesem Anhänger da. Da muss man ja auch noch ein Armband dazu machen. Das ist ziemlich schlicht. Ja, das muss ich noch ein paar Nachtschichten. Oft geht schon was. Okay. Klingt gleich wie beim Zahnarzt. Mhm. Ist ja das selbe. Gut. Da ist mein Freund jetzt. Mein Freund und Quai-Lieferant, der Wüpperschitt. Geil. Hat der Gams geschossen. Er hat gerade eine Gams geschossen. Der wird ihn jetzt ausworden, weil der hat das Messer. Und nicht, dass du meinst, diese Klumpen, das ist Stahl. Ehrlich? Ja, weil sonst würde der Gams nicht hin. Weil Kraft offen hat er nicht gescheit wahrscheinlich. Ja, der schaut zwider rein. Ja. Haha, das ist ja wieder Unikat. Das kommt auf die Erhebung auf, was ich da noch mit einbaue. Das ist der Stock dort. Ja, das ist der Wölfineidl und Brokkoladl. Und die haben recht derisch gewesen. Und die haben aber auf der Jodelbüchelbein gesessen. Ja, da habe ich das Katzerl mitgehabt. Wenig gehört. Ja, wenig gehört. Und sie haben natürlich recht laut geredet. Und gewusst haben sie über die ganze Nachbarschaft. Und geschimpft haben sie. Gell. Haben sie es bis zum Wirten, haben sie es runtergehört. Hat auch wieder Großvater verzählt. Weil sie recht Leute ausgerichtet haben. Das ist auch so. Unikat, auf da hat es geschnitzt. Das ist der Uberl mit der Leinwand. Ja, der Urban mit der Leinwand. Uberl mit der Leinwand. Da gibt es so Geschichten. Der Uberl mit der Leinwand hat auch einen Schein Fink. Der war so jetzt Leihfucht, zieht sich ein Mulchgeblier senken. Ja. Das ist er so. Zieht sich ein Mulchgeblier. Da hat dein Weibel gar nichts hier. Ist krank oder wie? Zieht sich ein Mulchgeblier.
Das ist der Oberl. Der ist auch jeden Krippel da in Salzkammer gut. Und die Leinwand, was war da die Leinwand? Ja, Leinwand da zum Zudecken oder was der? Leinen. Fürs Jesukind. Und ein Feind, dass du Unterhaltung hast, so ein Radio. Und dann sendet ihm der Feind. Das ist der Oberl mit der Leibert. Okay. Der sieht da unten, oder die hat einen Schnabi und einen Geitschnabi. Einen hat er schon gefangen, der kommt da das Vogelsackerl rein. Das Weiberl ist in Heisel drin, das Graue. Und die Roten haben den Mantel. Aha. Und der hat auch einen gefangen. Der liegt da, der ist in der Fall drin. Den glaubt er da vorsichtig auf. Gell? Und ganz früher haben sie halt nur mit den Fallen da gefangen. Die haben sozusagen noch fast in Aktion. Die. Natürlich nicht. Der da. Hat der funktioniert? Ja, beinahe, ja. Die haben funktioniert mit den Federn, die haben richtig zugegangen. Mhm. Ja. Ist das schön, wenn man sie nach einem Jahr wieder sieht? Ja, schon. Ich sage wieder, die Bauphase ist ja so, wenn man mit den Brüdern anfängt. Ja, da fühlt man sich auf, wie auf einer Baustelle. Es verbindet einen noch nicht so direkt mit den Krippen, weil es einfach eine grobe Baustelle noch ist. Aber ich sage mal, wie fertiger das die Krippen wird. Ja. Und das fängt einfach dann mit dem Figurensetzen an. Wie feierlicher wird die ganze Arbeit da dann schon. Ach so? Das will ich gar nicht. Ja, das will nicht weg. Jetzt kommt das Almvieh dran, das um die Hittennummer da ist. Das ist ein bisschen eine kleiner geschnitzte Gruppe, weil ja die Alm ein wenig weiter weg ist. Ja. Muss auch kleiner wirken, wenn man es von vorne anschaut. Metzger kommt der Metzger hat Stierkalbe geholt. Auf der Alm? Ja. Das Kabel will nicht mit. Das will nicht so richtig. Ja. Ah, das ist der Bergmann da hinten. Ja. Das ist ja einfach die Freiheit des Heimat- oder Landschaftskrippenschnitzers gewesen, dass er zum Hauptgeschehen, was er darstellen will mit der Geburt Christi, sein Leben um sich, was ihm wichtig gewesen ist, hat er da dargestellt. Und der Schnitzer war immer Salzbergarbeiter und darum hat er sich seinen Arbeitsplatz damit eingeschnitzt. So ist die Verbindung einfach mit den Krippen direkt da und mit dem Leben. Stefanie, freust du dich schon aufs Christkind? Ja. Und was soll's bringen? Weiß ich nicht. Hast du keinen Brief geschrieben? Schon. Schon? Und was hast du geschrieben? Basteln, Bolle Pocket und Felix. Wie? Basteln, Bolle Pocket und Felix. Sebastian, hast du auch geschrieben? Ja. Und was soll es dir bringen? Eine Dampfmaschine. Eine Dampfmaschine. Dampfmaschine? Ja. Eine Lokomotive? Ja, das ist so was Ähnliches wie eine Lokomotive. Funktioniert genau gleich. Die Polizei kam. Ja, ruhig, ich schreibe von mir ab. Ja? Ja. Hat sich was riecht? Na ja. Ja. Schau. Na ja. Leopold Schiendorfer ist heute früh unterwegs. Er will einen Weg bahnen hinauf zum Pernecker Bergkirchel am Ischler Salzberg. Wie die zwei Krippenschnitzer Michael Grazer und Franz Schiendorfer hat auch Leopold im Ischler Salzberg gearbeitet. Leopold war Steiger. Seit Hunderten von Jahren wird in dieser Gegend Salz abgebaut.
Das Innere des Berges unter Leopolds Füßen ist ein Salzstock. Er ist bereits ausgebeutet und durchzogen von Höhlen und Kammern. Was in diesem Querschnitt rot eingezeichnet ist, ist hohl. Ein Salzsee unter Tage. Hier wurde das Salz verlaugt und als Sohle ans Tageslicht geleitet. Eine Rutschbahn, über die die Bergleute in die Tiefe rutschten. Das ist da einiges wert, Leo, das Kirchl, hä? Ja. Das hat Maria Theresia bauen lassen zur Stärkung des katholischen Glaubens der Salzbergarbeiter, nicht? Aha. Und zwar 1751. Weil damals hat die lutherische Lehre in Salzkammergut so überhand genommen, nicht? Und damit Maria Theresia, die hat sich verantwortlich gefühlt für das Seelenheil ihrer Bergknoppen und hat aus dem Grund also das Kirchl bauen lassen, nicht? Bist du jetzt praktisch der Messner? Ja, ich bin der Messner, nicht? Aber ich bin gar nicht katholisch, nicht? Ach so. Nein, ich bin ja ein überzeugter Protestant, nicht? Aber ich sehe das als ökumenischen Beitrag, nicht? Dass also ein Evangelischer da was tut dafür, da die Allgemeinheit da ein Jahr einen schönen schöne Weihnachtsandacht hat, nicht? Ja. Und im Berneck, Leo, wann haben die meisten Leute in der Saline gearbeitet? Ja, früher haben die meisten in der Saline gearbeitet, selbstverständlich. Das war gelegen und vor allem hat es auch sehr gute Schichtzeiten gegeben. Die haben früher um 4 Uhr in der Früh angefangen, haben um 12 Uhr mittags aufgehört. Nachmittag haben sie sozusagen frei gehabt und den nächsten Tag haben sie erst wieder mittags angefangen. Nicht? Und dadurch haben also die Kleinbauern da im Berneck sehr viel freie Zeit gehabt zur Bewirtschaftung für eine kleine Sache. Und die Krippen, haben sie auch in der Zeit geschnitzt? Die Krippen, ja, selbstverständlich. Nicht? Die paar, die da so eine besondere Begabung gehabt haben, die haben da sich bemüht, das haben sie teilweise gesehen, in der Kirche zum Beispiel, und haben sie da für sich selbst abends, wenn sie halt in der freien Zeit, wo man wo viel Schnee gewesen ist, wo man nicht viel arbeiten hat können draußen, da haben sie dann die Krippen geschnitzt. Hm? Ja? Ist das die Barbara da? Das ist die Barbara, die Schutzpatronin von den Bergleuten. Ist eh allgemein bekannt. Und das ist die heilige Theresia von Avila, die Schutzpatronin von der Maria Theresia, die Namenspatronin. Ach so. Ist das ein Findling oder ist das auch? Nein, das ist ja so, im Salzberg kommt das Salz nicht überall so rein vor, besonders in Ischler Salzburg ist teilweise leider sehr verunreinigt, aber das ist halt ein ganz schönes Stück und das nennen sie Kernsalz, nennen sie das, ja, Kernsalz. Ja. So, in Apfelbrocken, dann setzen wir auf, eine eigene Stellung. Wehe, der Apfel fällt runter. So, ja, die Birne. Das da, das war mein Urgroßvater, da hat er sich selbst porträtiert. Ja, der hat recht einen Kopf gehabt. Ach so. Dann hat er sich auch schon geschnitzt. So hat er ziemlich ausgeschaut. Und der hat in der Saline hat der gearbeitet, also bei der Sudpfanne in Ischl draußen. Aha. Das erste Mantel, was er geschnitzt hat, das ist die Figur auf der Brücke. Die hat er 1878 hat er die geschnitzt, die mit dem Schafel. Die. Ja. Und ich glaube, das ist sein Bruder, weil der schaut ihm so genau zu den Leuten vor. Jetzt haben die zwei gespannt zusammen. Der tut Milch dran und der ist Schaf. Ja, das ist der erste Mantel. Oder mit 14 Jahren hat er die geschnitzt. Das war seine erste Figur.
der führt einen blinden Mann mit einem weißen Stock an der Hand. Und der Blinde greift da um seine Hand und der führt ihn zu wie so ein Stall. Die sind genauso zusammengeschnitzt, siehst du? Ja. Passt genau da rein. Wir führen da zum Stall. So, passt einmal. Ich gehe aber gleich aus damit. Da kann man nirgends drüber fallen. Das gehört dann da dazu, weißt du? Die sprach man. Was hast du denn da? Hocker? Die sprach man. Ja. Das sind die Holzhacker. Ja, ist die ganze Holzarbeit vom Traling, von Rundling, Klirm, dargestellt bis zur kleinsten Vorarbeitung, bis zum Großhocker. Da kriegt er noch ein kleines Gras hin. Die haben früher das Gras auch gehockt. Nadelholz praktisch, haben sie auch gehockt. Also die ist, haben sie auch verwendet. Und das Gras? Das Gras ist alles ein Streu genommen worden. Ein Streu, ja. Ja, passt schon. Wir müssen eh nicht alle direkt in der Reihe stehen. Was? Nein? Ja, alles haben wir da. Da haben wir es. Ich meine, die Länge genügt, oder? Ja, das tut. Ja, da darf schon ein wenig was da sein. Ja, sollte was wachsen auch, nicht? Ja. Furchen ziehen wir so ein wenig. Hm, da riecht's noch Kaffee. Ja. Ganz eigenartig. Hä? Ja, es passt von der Farbe her recht gut, nicht? Ist das Kaffee? Es ist, trinke der Kaffee wieder. Nicht, den haben wir ihn schon mal schmecken lassen, natürlich beim Frühstück. Dann ist er in den Heizungskeller runtergewandert auf dem Ofen, dass er wieder trinkt. Und jetzt haben wir ihn da alles frische Erden wieder aufgestrahlt. Ein Chef auch noch dazu. Aha. Ja, der racht nebenbei die Pfeife. Ja, darum sage ich ja, die sind ja gemütlich gefahren, weil sonst hätte es nicht hinter der Arbeit nur das Pfeifenrauchen da liegen, weil reingeluft nimmt so einer. Ja, ja. Zur Zeit, wo der Schnitzer geschnitzt hat, aktuelle Arbeitsvorgänge. Ja. Heute natürlich schon, kann man sagen, von der Darstellung her ein Museumstück. Ja. Und das ist ja das Schöne an der Krippen, dass man einfach so alte Arbeitsvorgänge wirklich nur anschauen kann. Ja. Passt schon. Weiter zurück, jawohl. Passt schon. Ja. Schön aus. Hat der Schnitzer auch Rost gehabt? Nein, hat eben keine Rost gehabt. Und das ist bewundernswert, weil wenn man sich jetzt die zwei Rost anschaut, wie die von der Stellung, wie es zierend richtig mit der Vorstellung geschnitzt sind, also ich muss einen Schnitzer wieder bewohnen. Für mich ist der Schnitzer ein Künstler gewesen. Mhm. Weil da man sich, sagen wir, in der Erinnerung sowas so genau denken kann. Die zierend richtig. Ja. Ja. Und aber grundverschieden vom Zug von der Art her. Der hat ja einen Kopf weit voraus. Da sitzt sie so richtig ins Zeug, wie man sagt. So, jetzt gehen wir dein Weiberleit nur ein Heuschieberle teint. Weil das lockt das Ros natürlich an. Und das Rost langt ja ums Heuschieberle drum. Und drum reißt es auch an. Weil wir haben das schon aufgelegt und da dürfen schon alle zwei gescheit ziehen. So, und den Recher hat es auch nicht vergessen am Feld, dann muss es auch heimnehmen. So. So, das ist ein ganz wichtiges Bild. Das ist das Bild vom Schnitzer und das gehört selbstverständlich zu der Zeit, wo die Krippen dann fertig aufgebaut ist, gehört das Bild neben die Krippen hin. Da man es auch den Leuten sagen kann, ein so einfacher Mann, wie er da ausschaut, er lacht ein wenig verschmitzt, wenn man schon schaut. Aber das ist für mich ein großer Künstler gewesen. Das gehört ihm auch dazu, wenn die Krippen aufgebaut ist. Du hast mit deinem mal hier, Traumträger.
Am heiligen Abend, wenn alle Figuren an der ihnen zugedachten Stelle auf dem Krippenmoos stehen, wird als letztes das Christkind in den Stall gelegt. Ist das Christkindl aus Wachs? Ja, ist ein Wachs, ganz ein feines Wachs, Christkindl, ganz ein zartes. Ist das geweicht? Ja, es ist geweicht. Die Kerze soll für den Frieden auf Erden brennen, sagt Johann. Na, geh. Das Licht ist mal auf dran, ja. Genau. Ja. Du hobst das, du. Geht schon an die Streiterei. Statt der Weihnachtsfriede, gell? Ja. Und Annelies, was sagst du zur Krippe? Schön ist sie. Wie jetzt ja noch. Nicht nur von Perneck, von ganz Bad Ischl kommen die Menschen heute herauf zum alten Knappenkirchlein. Unten in Ischl fließt die Traun golden schimmernd. An der Hauptbrücke zeichnen Glühbirnen den Doppeladler. Die heilige Nacht soll Schnee bringen. Schau, wie es schon jetzt. Hey, und diese Ruhe. Ja. Ganz ein frisches. Ein Weihnachtsgeschenk haben wir gekriegt heute. Hey. 10 vor Mittag. Ist geboren. Ist geboren, ja. So, ne? Dann haben wir da hin, hey. Dass du deine Ruhe hast wieder. Beim Lippenbauer am 31. Dezember. Das fliegt ja schon einmal. Ja. Schau dann mal rundum, was alles los ist. Zu Silvester wird die Krippe das erste Mal umgebaut. Der Gloria-Engel wird abgehängt, an seine Stelle kommt der Morgenstern. Er wird den drei Königen, Kaspar, Melchior und Balthasar, den Weg zur Krippe weisen. Auch beim Grazer verlassen die heiligen drei Könige heute die Stadt und den Palast des König Herodes. Die Scheibringer. Die hat noch nie einen Schwarzen gesehen. Die zittert da beim Brunnen. Das Brunnenweib? Ja, die zittert da ein bisschen. Na, jetzt machen wir den rein. Das ist der Trickser.
Erst in einer Woche werden die drei Könige beim Christkind sein, es anbeten und ihm Weihrauch, Gold und Myrrhe bringen. Ja. Und das Wichtigste eigentlich, wegen was wir die jetzt eingetan haben, geht nur auf, das ist der Stern, nach dem sie sich richten. Hannes, der junge Lippenbauer, und seine Musikantenfreunde rücken aus, um den Ischlern das neue Jahr anzusingen. Ja, gut, nice. Wir werden uns heuer nicht mehr sehen. Das erste Stückel haben die Musikanten vor der Krippe gespielt. Prost auf ein gesundes neues Jahr. Musikanten, Prost auf ein gesundes neues Jahr. Ganz einen guten Schnaps. Na, hei, na, hei, ist wieder heu, das Obst wieder gut. Viel zwischen gewesen, hä? Mit zweitem Baum, da wir richtig Lust haben. Was das so recht raucht, das sollte eh ein wenig rauchen. Das ist jetzt ein geweichtes Bohnenbuschenzeug vom Bohnensonntag. So, und dann Weihrauch drauf noch. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der ist mit dir. Du bist gebenedeit unter deinen Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Auf die Silvesternacht fällt die vorletzte der drei großen Rauhnächte. An den Rauhnächten geht die Familie betend mit der Rauchpfanne durch die Räume des Hauses und durch den Stall. Sebastian sprengt Weihwasser und Stefanie füttert die Kühe mit geweihtem Brot. Die letzte Rauhnacht ist die Nacht vor Heilig Dreikönig. Es ist die Nacht der Glöckler. In den Orten um Ischl und Ebensee tragen Buben und junge Burschen erleuchtete Glöcklerkappen aus Papier durch die Nacht und wollen damit den Frühling locken.